Lieber Chris, in Kürze startet das nächste Nationalteamfenster. Du gehst mit einem verjüngten Kader in die neue Aufgabe. Vielleicht einmal sag uns was zu dem Kader, den du ausgewählt hast. Merkt man, das ist nur eine Weiterführung von dem Weg, dass Raul Corner angefangen hat vor zweieinhalb Jahren, die Nationalmannschaft ein bisschen zu verjüngen und frisches Wind reinzubringen. Und diesen Fenster ist noch einmal eine Weiterführung von diesem Weg. Wir haben von den 13 Leuten, 8 sind 99 Jahrgang oder jünger. Nichtsdestotrotz, einige von den jungen Spielern sind ist nicht nur in den ersten Fenster. Die sind mittlerweile 2, 3, 4 Fenster dabei. Und es ist einfach die Chance, diesen Fenster ist, wir geben die den Chance zu zeigen, dass sie nicht nur Rollenspieler in einer Nationalmannschaft sein können, aber auch, ob die Hauptspieler sein können und mehr Verantwortung übernehmen können. Das Kommen mit der Schweiz und dann aber auch mit Kroatien kommt noch ein Team, das sogar in der Eurobasket mitgespielt hat. Das ist sicher ein Markstein, auch wenn es natürlich zu Hause ist. Wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor gegen einen Eurobasket-Gegner? Oh, genauso wie einen normalen Gegner. Man versucht ein bisschen die Stärken und Schwächen auszusehen und zu suchen. Und man bereitet seine Mannschaft auf, vor allem im Nationalteam, in einem kurzen Fenster. Hat man nicht so viel Zeit, nur auf den Gegner zu fokussieren. Man muss viel auf seine eigenen Sachen fokussieren und in einer sehr kurzen Zeit den Offense- und Defensive-Sachen und Philosophie reinzubringen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wieso wir versuchen, über die letzten 2, 3 Jahre eine Philosophie, eine einheitliche Philosophie zu führen. Das in so einer kurzen Zeit, wir fangen nicht immer von Null an. Wie gesagt, auch wenn wir jung sind, einige Spieler sind länger dabei und das hilft auf jeden Fall in einem kurzen Fenster. Und es ist jetzt dann Doppelheim in Graz im Raiffeisen Sportpark. Wie wird diese Heimstimmung werden mit 2 Spielen direkt hintereinander? So, wir hoffen für eine volle Unterstützung und dass die Stimmung sehr gut ist. Ich erwarte natürlich gegen Kroatien, dass die Halle voll wird. Ich glaube, das ist eine super Möglichkeit für viele Leute, eine top-europäische Mannschaft live zu sehen in Österreich. Das kommt nicht immer so, das kommt nicht so oft vor. Und in beide Teams. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Besuch und alle Unterstützung. Ich glaube, die junge Mannschaft, das über die letzten Jahre, halb, 2 Jahre hat das verdient, dass die Atmosphäre erleben dürfen. In Salzburg im Sommer war eine super Atmosphäre. In Schwechat war auch in den letzten Fenstern eine super Atmosphäre. Ich erwarte schon, dass wir wieder so eine tolle Atmosphäre erleben können in Graz.